Herr Hanger, es gibt jetzt eine Lehrlingsoffensive hier im Ibstal und Sie sind ja auch im Kernteam tätig. Und Sie nehmen jetzt zum ersten Mal in Ihrem Betrieb einen Lehrling auf. Was war eigentlich der Grund, dass Sie sich jetzt für diese Maßnahme entschieden haben? Na, der Hauptgrund ist eigentlich das, dass die Stammmannschaft oder die Schlüsselpositionen von den Mitarbeitern auch in die Jahre gekommen sind. Und in absehbarer Zeit, sprich 10 bis 15 Jahren, müssen diese auch nachbesetzt werden. Und man weiß allgemein, dass Facharbeiter immer eine Mangelware oder schwierig zu bekommen sind. Und jetzt wollen wir eigentlich da schauen, dass wir frisches Arbeitspotenzial in den Betrieb bekommen. Einerseits, meine Nachfolge ist im Großen und Ganzen gesichert. Mein Sohn ist seit gut einem Jahr auch beschäftigt. Der war ein paar Jahre in auswärtigen Betrieben Erfahrung sammeln. Und der ist jetzt natürlich auch der Lehrlingsbeauftragte, macht jetzt im August diese lehrlingsberechtigte Prüfung. Es war halt in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir das eigentlich nicht angeboten und jetzt sicher Burschen geben oder Mädchen, die was sich für den Beruf interessieren, aber es war halt auch nicht angeboten und wir wollen das eigentlich in den nächsten Jahren ein bisschen forcieren und schauen, dass wir da 2, 3, 5 Facharbeiter bekommen, die was unsere Zukunft auch sichern. Wie schaut das aus? Wie heißt dieser Beruf, den hier ein Lehrling antritt und was lernt er eigentlich einem Sägewerk? Das hat sich ja auch das Gewerbe wesentlich verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Natürlich, früher war das Sägewerk immer verbunden mit manueller, schwerer körperlicher Arbeit. Das ist alles vorbei. Wir haben da zum Schlichten vom Holz Vakuumhebegeräte und das, da kann man einen zum Beispiel da... Das ist mit einer Funkfernsteuerung, wenn das ein junger Bursch mit einer Funkfernsteuerung ein Gefühl hat und gut umgehen kann, ist das eine schöne Arbeit. Oder auch die Sägetechnik selber, der Bandsägenführer, der sitzt da in der Kabine drin und bedient ein ganzes Bedienpult und mit ein paar Bildschirmen, wo er die Arbeitsabläufe überprüft oder kontrolliert. Und dann gibt es noch weitere Aufgaben, es geht um die Steuerungen der Trockenkammern und du hast auch mit Computer zu tun. Und die Ausbildung ist ja dann zum Sägetechniker und Holztechniker. Da gibt es die Berufsschule dann in Kuchl, das ist bei Salzburg. Das ist auch die Schule, wo ich selber absolviert habe oder mein Sohn, der hat die HTL gemacht. Oder gibt es genauso den Beruf als Berufsschule, wie jede andere Berufsschule eben ist. Und wenn das für einen Interessierten, der was im Prinzip mit Holz gerne arbeitet und teilweise natürlich bei uns auch in der frischen Luft, ist das ein interessanter Beruf. Es ist eigentlich schön, dass es einen Beruf hier gibt, wo man einerseits mit dem Naturstoff Holz arbeiten kann, auf der anderen Seite hat es auch einen hohen technischen Anspruch. Der technische Anspruch ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ne? Und speziell bei der Trockenkammer, da muss man die ganzen Messstellen setzen und da kann man die Computerprogramme wieder optimieren und nachbessern. Also es gibt sicher rund um interessante Tätigkeiten.